Wie weit schafft es dieser Dinosaurier zu fliegen, wenn ich ihn hier schieben lasse von diesen riesigen Hammern? Wird er aufgefressen? Freunde, wird er hier weiterfliegen? Wir gucken es uns an. Im heutigen Video werden wir verschiedene Dinosaurier und andere Lebewesen mit einem riesigen Hammer so weit wie möglich schleudern. Und wie weit, das seht ihr auf jeden Fall. Guckt das Video deswegen bis zum Ende. Lasst ein Like und auch ein Abo da für mehr Battle Simulator Folgen. Und jetzt viel Spaß. Wir fangen direkt an, Freunde. Es geht los mit einem kleinen Römer und da kam der Hammer direkt von oben und wow, guck mal, wie schnell der wird. Und der wird geschleudert und da passiert ja gar nichts. Er fällt runter und ja, ist direkt tot. Okay, also der, Freunde, hat original gar nichts gebracht. Wir wollen aber irgendwas finden, was hier zu den hungrigen Dinosaurierköpfen geschleudert wird. Und ich denke, das werden wir auch. Oh, da Flug! Wow! Okay, das Pferd. Guck mal, das Pferd hier und rein in der... Oh mein Gott! Das Pferd ist perfekt reingeflogen. Wo ist der... Da oben ist ja immer noch der Römer hin. Und der pest auf jeden Fall. Ja, der fliegt ins Nirgendwo. Aber das Pferd, Freunde, ist einfach hier. Einfach in den Magen rein. Okay, also das wurde auf jeden Fall schon mal aufgefuttert. Ich bin gespannt, wie es aussieht mit größeren Tieren. So, ein kleines Wildschwein. Ach, da, oh lol, guck mal, das hat Glück. Das hat Glück. Guck mal, das pest hier rum und ganz knapp. Oh mein Gott, es wird nicht getroffen. Es kann gar nicht getroffen werden. Der Hammer pest immer ganz, ganz knapp über dem Rücken von dem... Okay, also das ist auf jeden Fall ein Tier, was zu klein ist. Aber hier sieht es immer so aus, als würde es fast getroffen werden, ne? Guck mal. Wow, wow. Alter, wie schnell ist der Hammer jetzt auf einmal? Alter. Oh Gott, aber, nee, es wird nicht getroffen, Freunde, das Wildschwein hat Glück. Also, was gar kein Glück haben wird, ja, ist dieses Gnu oder was das ist hier. So ein Steinbock oder sowas und... Hä? Okay, was passiert hier? Was passiert? Wow! Wird geschleudert und da direkt rein. Oh mein Gott, oh nein, er hat es nicht gefangen. Er hat es nicht gefangen, er ist nur totgebissen, lol. Aber gar nicht aufgefuttert. Okay, krass. Lauf, kleiner Eisbär. Und ja, er wird auf jeden Fall geschleudert und... Oh Gott, ich glaube, er hat Glück. Ich glaube, er wird nicht mal reinfliegen zum... Ja, er kommt nicht mal bis zum Gehege, sondern stirbt hier direkt am Fallschaden, Freunde. Ja, der Eisbär hat Glück gehabt. Ich bin echt gespannt, wie das mit noch größeren Tieren ist. Wie sieht es denn aus mit so einer Giraffe? Guck mal, die wird jetzt richtig krass geschleudert. Oh, fliegt sogar ziemlich, ziemlich weit. Und... Wow! Hä? Lol? Wie, sie hat sie... Wow, er greift sie nochmal ab. Nein, er kriegt sie nicht. Sie hat es aber trotzdem nicht überlebt vom Schaden. Aber immerhin wurde sie nicht gefressen. Hey, sie ist einfach überlebt, gefühlt. Ich denke, wenn ich hier zwei Giraffen platziere, dann wird eine von denen auf jeden Fall... Wow, okay, da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Die fliegen natürlich jetzt sehr, sehr hoch. Und sag mal, das, habt ihr schon mal fliegende Giraffen gesehen? Wow, guck mal, wie er da gerade versucht hat noch. Und beide Giraffen... Ich glaube, da ist der Hals gebrochen, Freunde. Beide sind drüber gepest. Also, auch die wurden diesmal nicht gefuttert. Aber wie sieht es jetzt eigentlich bei einem Elefanten aus? Wir gucken mal. Und, oh, der Elefant kriegt hier ja so ein bisschen Anschwung. Und der hat hier auf jeden Fall nochmal Tyröt gerade. Er pest los und, oh mein Gott, gefundenes Fressen. Guck, wie sie ihn weiterreichen. Gefundenes Fressen und auch den futtern die einfach komplett. Den futtert ihn nicht mal komplett auf. Und da ist er noch gestorben. Der hat hier gerade noch am Baum überlebt. Ich dachte auch, der Bilder wollte nochmal ein Salto machen. Und ja, das war's jetzt mit ihm. Mensch, ey. Und dass ihn auch nicht mal einer gefuttert hat. Dann nehmen wir doch als Test direkt mal einfach mal zwei Elefanten. Vielleicht fliegt einer von denen ja direkt rein ins Maul. Wir schauen mal. Und, okay, ja, der eine macht hier auf jeden Fall. Der eine ist schon mal nicht, okay. Wow, hier. So, das ging so schnell, ich hab's gar nicht gesehen. Der wurde direkt aufgeknabbert. Okay, das hat er auf jeden Fall gar nicht überlebt. Meint ihr, so ein Riesenskorpion überlebt das? Wow, am Schwanz hinten gezogen worden. Und jetzt, oh, hier vorne. Hier vorne und... Oh, er hatte es fast. Er hatte es fast, aber nein. Er hat nachgelassen und hat es dann nicht mehr zu futtern bekommen. Okay, ich glaube, wir müssen zu den Dinosauriern übergehen. Fangen wir an mit dem Stegosaurus. So, und... Der wird, kriegt einen kleinen Anschubser und Dinosaurier frisst Dinosaurier oder was ist das? Er ist zu schwer. Der ist gerade hingefallen wie einfach, keine Ahnung, so eine Strohpuppe oder sowas. Okay, also dann müssen wir doch, glaube ich, ein bisschen leichteren Dinosaurier nehmen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, so ein Triceratops leichter ist, aber... was? Der wehrt sich. Okay, der scheint gar nicht leichter zu sein, sondern eher schwerer. Auch der Brachiosaurus darf natürlich nicht fehlen, bevor wir zu den Fleischfressern kommen. So, ich starte rein und... Oh, er kriegt Anschwung, aber guck mal, der Hammer hat Probleme. Der Hammer hat miese Probleme und der Dinosaurier auch. Der ist einfach nur runtergefallen, Mensch. Sag mal, ja, ich kann auch nichts. Ein Carnotaurus. So, wir gucken mal und... Ja, ich weiß ja nicht. Also, ich meine, das ist ja ein Fleischfresser. Essen dann die anderen Fleischfresser den auch? Oh Gott, guck mal, der fliegt perfekt.
Der fliegt, wo ist er? Oh, er fliegt vorbei hier, oder was? Sag mal, die werden ja nicht mehr getroffen hier in den Zwinger. Ich glaube, ja, ich glaube, ihr wisst auch, was jetzt kommen muss. Ich glaube, jetzt muss der Spinosaurus kommen. Und ich glaube nämlich, dass ich da unten Spinosaurus habe. Aber wir gucken einfach mal. So, ich nehme einfach mal einen hier. Start und... Okay, der wehrt sich hier auf jeden Fall ein bisschen. Macht hier eine Lufteinlage. Hing aber noch mit dem Fuß da gerade fest. Okay, und ja... Wow, er wurde nochmal getroffen. Und der Spinosaurus pest vorbei. Okay, auch nicht schlecht. Ich meine, immerhin wurde er verschont von da unten. Der Meister aller Meister, Freunde. Wir nehmen den T-Rex. Ich starte rein und... ja, ich meine, da unten sind ja ein paar T-Rexe. Und ja, das dachte ich mir schon. War ja klar, dass T-Rexe dich T-Rexe fressen, ne? Hätte ich mir vielleicht auch denken können. Aber was können wir jetzt noch nehmen, was die Dinosaurier auffressen werden? Die Antwort ist klar, Freunde. Wir probieren noch Huggy Wuggy. Wow, aufgefuttert wird von den Dinos. Er macht hier auf jeden Fall schon mal eine kleine Show-Einlage. Und er fliegt viel zu weit. Der fliegt doch viel zu weit. Okay, also Huggy... 1000 Teile Huggy, der hat es auf jeden Fall nicht geschafft. Wie sieht's denn bei Kissy Missy aus? Wir schauen mal. Oh, Kissy Missy sieht ein bisschen aus wie gefundenes Fressen. Fliegt auch ziemlich, ziemlich hoch hier. Die ganzen Dino-Köpfe, die kennst du gar nicht abwarten. Aber es sieht so aus, als würde Kissy Missy auch Kissy Missy ganz knapp zu weit und bricht sich hier direkt alle Knochen. Okay, auch die hat es nicht geschafft. Vielleicht schafft es ja King Kong, ne? Wir schauen mal. So, er wird auf jeden Fall... Oh, guck mal, die haben Handprobleme. Oh, es stand einfach gerade drauf. Er stand auf den Hammer drauf und auch er, Freunde, fliegt vorbei und er hat sogar den Sturz überlebt noch. Was? Alter, der will sich hier anscheinend rächen jetzt oder sowas. Guck mal. Er denkt sich so, Mann, ey, guck mal hier, der sticht die ganzen Köpfe ab. Hier ein Krokodilkopf sehe ich gerade, ne? Dann die T-Rex-Köpfe. Also, der will sich hier auf jeden Fall bei den rächen, glaube ich. Als gäbe es kein Passerin. Oh mein Gott, der Weihnachtsmann und Rudolf. Rudolf, nein. Ich kann... Nee, doch nicht. Rudolf ist hier gegen den Baum geflogen. Nee, das ist der Weihnachtsmann gewesen. Ich glaube, Rudolf ist tatsächlich genau hier in den Kopf reingepäst, ne? Genau ins Maul reingeflogen. Also, Rudolf hier hat es zerledert. Der kommt nächstes Jahr nicht mehr. Mr. Skelettman, schafft der das? Wir schauen mal. Und, ja, da kommt der nötige Anschwung. Er schießt dann noch mit dem Laser. Was? Er schießt auf den Hammer und macht den Hammer kaputt. Und schießt auch noch auf die anderen Dinos und er selber ist aber trotzdem gestorben. Ne? Die leuchtenden Augen, Freunde. Er selber ist trotzdem gestorben, aber hat noch den Hammer komplett geschrottet. Guck mal hier, in 1000 Teile zerlegt. Freunde, wenn ihr wollt, dass ich einen weiteren Part mache, wo ich noch krassere Sachen oder Tiere aus dem Workshop ausprobiere und die versuche auffressen zu lassen, dann lasst mir auf jeden Fall gerne ein Like oder auch ein Abo da. Lasst mir gerne auch ein Like oder ein Abo da, wenn es euch gefällt beim Zuschauen. Typ ist auch der Gewalt, checkt gerne eins von anderen Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen wunderschönen Tag. Bis dahin und ciao, ciao. Oh.